Hallo ihr Lieben, hier ist der Matthias. Ich habe mich mal wieder in meiner Küche vor diesem Organakkumulator aufgebaut. Es soll heute aber nicht um diese Organenergie gehen, sondern ein anderes Thema. Gesunde Ernährung und was man da machen kann und was ich da mir habe einfallen lassen. Für diejenigen, die die angebotenen Lebensmittel in den großen Supermärkten das halt beginnen zu hinterfragen oder erkannt haben, dass da vieles von dem nicht unbedingt gesund ist. Je mehr man da recherchiert und sich damit befasst, erkennt man, dass dann, ich muss sagen, es sind bestimmt 95% der Lebensmittel, die da angeboten werden, die nicht unbedingt nahrhaft für uns sind. Ich will jetzt nicht sagen, dass 95% davon schädlich ist, aber für unsere Gesundheit nicht förderlich und einiges davon halt sogar schädlich für unsere Gesundheit. Was kannst du da machen? Also wenn du wie ich jetzt noch über keinen Garten verfügst, aber aus diesem Grunde, weil du halt beobachtest, was passiert denn hier, was ist denn eigentlich gesund, einfach ein paar Schritte unternehmen willst, für dich etwas umzusetzen. Also ich wohne ja in der Stadt, wenn es dir da ähnlich geht und wie gesagt, du noch keinen Garten hast, aber vielleicht über einen Balkon. Also ich habe einen guten Balkon, der ist direkt bei mir jetzt hier im Rücken mit guten Lichtverhältnissen, der sich meiner Meinung nach für Balkonkästen, Anbau in Balkonkästen eignet. Und da habe ich mir hier diese zwei Kästen gebaut. Ich baue mir wahrscheinlich auch noch einen dritten. Die kann man schön übereinander stapeln. Ich zeige euch das mal. Also so sieht der hier aus. Unten mit Folie ausgekleidet. Hier von der Seite, das sind 10 cm Bretter. Und hier in die Richtung, das sind ungefähr 50 cm. Der ist nicht ganz so breit. Das ist nicht ganz quadratisch. Handliche Größe, weil es soll ja so sein, wenn hier Erde drin ist, dass du das auch noch bequem bewegen kannst. Ja? Also die habe ich mir gebaut und ich habe jetzt hier in dem ersten, der hier drunter ist, habe ich 8 cm Komposterde drin. Das habe ich ausgependelt, wie viel Erde ich hier reintun soll für Feldsalat. Komme ich dann gleich noch dazu. Also ich mag Feldsalat, der ist auch sehr gesund. Aber nur noch mal hierzu, also Komposterde reingemacht und ich habe jetzt hier zwischen den Reihen einfach Pappstreifen drauf gelegt, weil ich nicht will, dass da sind natürlich in der Komposterde sind irgendwelche Samen mit Sicherheit noch drin, dass ich das Aufgehen dieser anderen Samen, die ich nicht haben möchte, zunächst mal unterdrücken kann. Ob ich die ständig hier drauf lasse, werde ich einfach beobachten. Gut, ja, also Komposterde rein und dann habe ich, das zeige ich mal, diesen Feldsalat hier, gibt es verschiedene Sorten, müsstest du dich mal kümmern, welcher da sich eignet. Feldsalat eignet sich eben sehr gut, jetzt September, wenn du es im Balkonkasten machst, sicherlich auch noch bis in den Oktober rein, kannst du den prima anbauen. Er braucht sicherlich, darauf müsstest du achten, gute Lichtverhältnisse auf deinem Balkon. Also das auf einem eher dunklen Balkon mit Nordseite, da würde ich das nicht machen. Da müsstest du dir was anderes einfallen lassen. Aber ich habe hier eine Wohnung mit, das ist ein Altbau mit hohen Geschosshöhen und dadurch ist natürlich der Balkon hat ja auch einen ziemlich großen Abstand und dadurch kommt gutes Licht hier rein. Gut,
Also, Feldsalat, mega gesund. Auch vielleicht ein kurzer Hinweis, ist ein guter Eisenversorger für dich. Also vielleicht nochmal ein Hinweis da auch zu dieser oberen Energie. Da spielt ja auch das Eisen eine Rolle. Und wenn man sich damit beschäftigt, was macht denn das Eisen in unserem Körper? Da versteht man dann, das hat auch was mit dieser oberen Energie zu tun. Denn Eisen wird, ich glaube zu 80% wird das für die roten Blutkörperchen gebraucht, die der Körper ständig neu bilden muss. Und Eisen dient da dem Sauerstofftransport. Also die roten Blutkörperchen sind für den Sauerstofftransport von der Lunge in die Zellen zuständig. Und ja, das sollte man schon darauf achten, auf eine gute Eisenversorgung, wie ich in einem anderen Video schon mal darüber berichtet habe, sind ja, wenn man Mineralwasser vergleicht, die haben ja kaum noch irgendeinen Eisengehalt, also weder unser Trinkwasser noch die Mineralwasser, die wir halt im Supermarkt irgendwo kaufen können, haben in irgendeiner Weise einen signifikanten Eisengehalt verglichen mit Naturquellen. Dort ist nämlich in aller Regel, was ich mal überprüft hatte, ungefähr 2 Milligramm Eisen pro Liter Quellwasser enthalten, was eben so in unserem Trinkwasser nicht mehr der Fall ist. Also wir sind da sicherlich durch unsere Lebensweise darauf aufgefordert, für eine gute Eisenversorgung zu sorgen. Und wie gesagt, Feldsalat neben anderen Sachen eignet sich da hervorragend. Gut, also was habe ich hier gemacht? Ich habe hier kurze kleine Rillen gemacht, ungefähr einen halben Zentimeter tief. Dann, ich habe mir das hier aufgeschrieben, die Einzelkörner aller ungefähr alle einen Zentimeter oder so. Ich habe das jetzt, muss man mal ausprobieren, wie das funktioniert. Die Einzelkörner hier rein, dann wieder mit Erde bedeckt. Und dann danach, ich mache das mal vor, danach die Erde hier mit diesem Sprüher, weil du kannst hier natürlich nicht mit der Gießkanne drüber gehen. Du bräuchtest dann so einen Sprüher. Da mache ich früh und abends, gehe ich ja ein- oder zweimal drüber, weil während der Keimperiode sollte man das feucht halten. Ne? Also das wäre wichtig, wenn du Feldsalat anbauen willst. Dann schau mal, dass du das auch regelmäßig die Erde feucht hältst, dass der auch keimen kann. Ansonsten den Reihenabstand, was ich hier gewählt habe, man sagt zwischen 10 und 15 Zentimeter. Ich hatte jetzt hier, glaube ich, 14 Zentimeter gemacht, weil ich mich nach diesen Kästen halt gerichtet habe. Keimdauer ungefähr 10 bis 14 Tage, also während dieser Zeit wäre es schon förderlich, hier für gute Feuchtigkeit zu sorgen. Diese Pappstreifen habe ich hier reingelegt, weil ich nicht möchte, dass irgendwelche anderen Saaten, die in dieser Komposterde sicherlich drin sind, dass die jetzt vorzeitig aufgehen. Ich werde es nicht ganz verhindern können, dass da auch was anderes aufgeht. Aber um das erstmal zu unterdrücken, habe ich hier einfach Pappe reingelegt. Na? Also auch ein bisschen angelehnt an Permakultur, sage ich mal. Ja. Gut, ideal, wie gesagt, jetzt September, Oktober das noch umzusetzen. Ideale Keimtemperatur zwischen 10 und 15 Grad bei Feldsalat. Ja, was dann noch eine Besonderheit ist, dass du, das habe ich gelesen, junger Feldsalat, also wenn der dann die ersten zwei Keimblätter halt bildet, wäre das eine Periode, wo die Umgebungstemperatur nicht dauerhaft
110 Grad sein soll. Also wenn das jetzt nachts absinkt, das ist kein Problem, aber es geht wohl um die Tagestemperatur, nicht dauerhaft unter 10 Grad. Wie gesagt, wenn du diese kleinen Pflänzchen dann hast mit den ersten Keimblättern, weil das sonst dazu neigt, frühzeitig zu blühen. Also der bildet dann nicht diese schönen, wie du hier siehst, wie du das ja auch kennst, diese löffelartigen, schönen grünen Blätter, sondern der fängt dann an mit Blühen. Also in diesem Sinne, wenn du das ausprobieren möchtest, dann leg einfach los. Wie gesagt, ein ganz einfaches Prinzip hier mit diesen Kästen, befüllst mit Erde. Wenn du irgendwo jemanden hast, wo du dir ein bisschen Komposterde abfüllen kannst, dann ist das prima. Füllst du ja rein, besorgst du diese Samen und startest das. Ja? Und das wäre dann eine hervorragende Möglichkeit, dir selber was anzubauen. Wie gesagt, wenn du über keine Freiflächen irgendwie verfügst, wo du dir natürlich großflächig ja noch was anbauen kannst. Also einfach mal loslegen, ist mein Motto auf dem Balkon. In diesem Sinne, ich hoffe, euch hat das gefallen. Bis bald mal wieder, euer Matthias. Tschüss!